Griechenland trauert um seinen Komponisten Mikis Theodorakis. Die Fahnen im Land wurden auf Halbmast gesetzt, Radio- und Fernsehsender unterbrachen ihre Programme, um den großen Künstler zu würdigen und seine Musik zu spielen. Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis würdigte den griechischen Volkshelden als politischen Akteur, er habe in historisch kritischen Momenten seine Stimme erhoben. Er war ein Symbol des Widerstands gegen Tyrannei und Totalitarismus, wie seine Ballade von Mauthausen zeigt. Wir alle können uns von seinen berühmten Worten inspirieren lassen: Ich bin kein Held, Helden sterben jung, ich bin nur ein Bürger, der seine Pflicht tut. Unterdessen wurde bekannt, dass der Sarg des verstorbenen Künstlers in der Kathedrale von Athen aufgebahrt werden soll, damit die Menschen Abschied nehmen können. Mikis Theodorakis war am Donnerstag im Alter von 96 Jahren gestorben. Der Komponist und einstige Widerstandskämpfer wird in Griechenland als Volksheld verehrt.